Italia a Lussemburgo. L'originale antica cucina romana kommt an entdeckt. Avo, man da tavern beim Bauer zu Esweiler. Marcello, es ist richtig froh, dass du im Heibas an zum Ort, wo ich mir einfach diese Idee tun würde. Was zusammen diese Idee tun, wenn wir etwas zusammen machen, dann wollen wir etwas machen, was wirklich gesund ist. Und dafür alles gemäß, für einen Antipasto Italiener zu machen. Ganz viele Leute tun Antipasto immens gerne. Wir kennen, wie es wird geht. Wir wissen, den Abend wird am Fungol, kann ihn sie grillen, kann ihn sie broten, kann ihn sie am Schäfchen machen. Wir grillen sie. Sommer Sendung, also grillen wir sie. Na, schönen guten Abend, froh, um ein Geheim zu sein. Das kein Mikro, das Knöverleck. Und ich bin ganz gespannt, weil an den Antipasti all'Italiana sind ich nicht so stark. Also lehre ich den Abend noch etwas bei. Hier sind Champignon Plurotten, das sind Zwiebeln, guckt, das sind Freiwurst-Zwiebeln. Und das sind frischer. Das ist schon. Und da, wenn sie gebot sind, just ein paar kurz an der Mitte und dann auf dem Grill. Voilà, c'est déjà tout. So, Ernesto, was mich ein bisschen erstaunt, du bist gut nicht drauf. Nee. Das am rehen Zustand, kein Ölisch nicht. Am rehen Zustand, du bist einfach drauf, weißt du, für was? Weil wir einfach die Vinaigrette Hanno drauf machen. Ja. Für Spargeln. Für Spargeln. Hi, ja. Für Brokkolien. Was mal in den Fachmann ist drauf. Was bei der Melanzana nicht schlecht ist, bevor du sie grillst, ein Grimmelchen. Ein bisschen Salz, du. Ja, weil du weißt, da gibt es ein bisschen mehr Wasser, ja, zieht ein bisschen Wasser. Voilà, und dann zieht das raus. Okay. Und dann geht das Butter mal raus. Wie lange bleiben die Sachen? Aber das hängt immer davon ab vom Feuer. Normalerweise soll es just Farbe kriegen. Aber voilà, wie heißt genau, no? Voilà, hey. Perfekt. Das geht relativ sehr, Ernesto. Ja. Hey, schön, dass die Paprika auch schon geschnitten und geschält. Man muss doch einfach nicht mehr drauf. Wir machen mehr Ruhe drauf in die andere. Ja, wir passen aber ganz, ganz gut auf dich ab. Wie gesagt, das ist mal gut, Schäfwurf, das ist noch nicht verbrannt. Du hast aber wirklich ein geniales Feuer. He? Ja, ich habe das noch ein bisschen lang gemacht. Du hast auch keinen zweiten Finger schauen. Nee, nein, nicht. Und du willst mir wie ein langer Pötz. Ja, hey, guck, wenn du meinst, sie wäre gut, dann hältst du sie vom großen Feuer auf und dann setzt sie neben drin. Für sie warm zu haben. Voilà. Das ist aber ein normales Kücheninstrument. Ja, nee. Das ist die Riffel, die da drauf sind. Da rutscht dann echt fort. Ja, das ist schön, ja. Das habe ich nicht gekauft, wo es am Fongol spezialisierte Instrumente kriegst. Ne? Aber nicht auf der Fuach, wenn ich die aber nicht an einem Spidol. Ne? Auf der Fuach, wenn ich die gekauft. Weißt du, dass du ihnen die Nummer alles verkauft. Vielmals merci, dass das Instrument da ja. So ausgewählt hast. Ich fühle mich wie daheim. Das ist genial. Das ist ein Vinaigrette mit Zitronen, Essig, Olivenöl, Oregano, ein ganz reingeschnittener Knoblauch. Das ist für die Vinaigrette zu machen. Das weiß, ist das der Knoblauch? Das ist der Knoblauch. Das ist Knoblauch. Nein, das ist Knoblauch. Ah, okay. Das ist ein neuer Knoblauch, an den hast du ganz weiß. Ja. An den neuen Knoblauch, das ist am Fond geholt mit Dus, das ist nicht so stark. Guck mal, was ich mache. Hey? Guck. Setzen den dran. Aua. Setzen den hier drauf. Ja. Und so kannst du doch mal den anderen machen. Guck. Setzen den dran. Oh, das ist schon genial. Dann müssen, und das schmeckt wirklich extrem gut. He. Das tust du mal denken. Du hast Olivenöl, Zitronen, ja. Salz, Pfeffer, Knoblauch und Oregano. Oregano, ich fand das Oregano. Das, vielleicht meint das auf Pizza, ich fand das auf den Antipastien, das hat ein ganz gutes Gewürz für die Antipastien. Als Brokkolien. Was müssen wir noch dabei? Also wenn man so grillen wie das hier, ja. Kannst du das benutzen als Beilage. Da müssen so ein Plateau wie das tot, ja. Voll gemäß müssen auf dem Grill, dass es warm läuft und dann, sobald der Grill frei ist, musst du dein Fleisch und Beilage. Okay. Du kannst das hier auch holen.
als Antipasti-Einzel. Du kannst aber auch ein bisschen so ein am Sommer machen wir ein Plateau mit Ham, Salami, dazu auch Antipasti-Salami. Und dann müssen Antipasti-Salami und Antipasti-Verdure, da kannst du die zwei drauf machen. Ne? Und du kannst es einfach mit Brot servieren. Ne? Ja, man kann, wenn der Grill schon und hast, dann ein gutes Bruschetta dabei. Ja. Hallo, weißt du schon noch etwas? Ja. Seist die hei? Ja. Le Melanzane. Ja. Die hältst du am Ganzen. Und die müsst am Ganzen da drauf. Wenn dann dran durchstützt, backen sie sich vom selber. Ja. Und dann hältst du die ganzen Aubergine, müsst sie ab. Ja. Und dann kratzt sie raus und dann müsst sie so wie Kaviar d'Aubergine gegrillt. Das schmeckt sensationell. Seh. Ah ja. Vergiss das nicht alles sicher. Ja, weißt du, das ist Erfahrung. 30 Jahre Erfahrung. Ja. Mach's. Ich gehe aber so, dass man hierbei muss, etwas Kleines trinken. Was meinst du? Ja, aber wenn es der Rest ist, ist der Rest. Ich schütte nicht etwas ganz Gutes raus. Das hier ist ein Chardonnay aus der Toskana. Mit 6 Beinen Barrique, das habe ich immens gerne. Fruchtig. Salute. Salute. An? Den nur den Nuss. So mach's. Guck, wenn's bis ein so weit passt, nicht vergessen zu salzen, das Ganze. Eventuell ein bisschen Pfeffer. Und dann hei als Vinaigrette. Dann noch ein Kehr. Voilà, das war just froh, wo ich dann noch wollte stellen, ob's denn nach. Ja. Ein Kadriverschatz. Und dann für die Italiener Petersilisch. Guck, schönen Teller Antipasti Misti. Fantastisch. Soll man noch ein Kirsch machen? Ich habe schon die ganze Zeit die Zucchini. Zucchini am Meer. Buon appetito. Buon appetito a te. Oh. Come da mamma. Fantastico.